wie es genau dazu kam und wie ich am Samstag den Titel hole, ja, erzählt Ihnen meine nagelneue Tanzpartnerin. Herzlich willkommen hier, Sarah Lattern. Sag ich das richtig? Latton. Latton, Entschuldigung. Ja, das ist, steht hier. Französisch. Ja, nimm Platz. Sarah Latton. Also, ich muss jetzt mal noch mal kurz erklären, wie das alles zustande gekommen ist. Also, wir haben hier diesen Brief bekommen, ja, von dem ersten Vorsitzenden des Tanzsportvereins Schwarz-Weiß, ja, in Felbert. Und das ist der sozusagen der Ausrichter der Europameisterschaft im Disco Fox. Genau. Ja? Das ist der Herr Schanz-Kühran. Genau. Und der ist Tanzschulbesitzer der Tanzschule Felbert im Bürgerhaus. Ja. Und der hat mich angesprochen. Und wieso richtet er die Europameisterschaften im Disco Fox aus? Ja, das ist so gekommen, das fing eigentlich letztes Jahr an. Die Veranstaltung war schon ein Jahr in Felbert. Ja. Und ursprünglich sollte sie in Amerika stattfinden. Und nach dem 11. September wurden ja alle Veranstaltungen abgesagt. Ah, okay. Und dann hat er sich dafür stark gemacht und die nach Felbert geholt. Und deswegen? Und weil das alles so grandios gelaufen ist, dieses Jahr wieder. Hat sozusagen, hat er als Veranstalter das Recht, mir zum Beispiel eine Wildcard zu erteilen. Genau. Wie bei großen Tennisturnieren, ja, wo zum Beispiel dann der Lokalfavorit dann noch mit ins Feld geschoben wird, obwohl er die Qualifikation nicht geschafft hat. Also da geht es alles mit rechten Dingen zu. Das hat nichts mit Schiebung zu tun, wenn ich da jetzt auftrete. Gar nicht, nein. Ja? Und du kannst das ja richtig, ne? Du bist ja Tänzerin. Es gibt alles, ja. Ja, bist du Profi? Nein, das läuft zwar auf Amateurbasis, aber der Aufwand ist schon recht ordentlich. Aber das sind die einzigen, das sind die Europameisterschaften im Disco Fox. Genau. Es gibt nur diese, das sind die offiziellen Europameisterschaften. Ganz offiziell. Das heißt, ich habe Chance, Europameister im Disco Fox zu werden. Ja, wir machen das. Das war doch gerade schon. Und super. Ich muss dann ja, wir trainieren noch ein bisschen, ja, morgen und Samstagvormittag. Ja, drei Tage muss man sich schon Zeit nehmen, wenn man eine Europameisterschaft mitmachen will, meine Damen und Herren. Ja? Und dann machen wir dieses, du machst aber das Wichtigste so, ne? Also, dass ich stehe halt rum und du machst um mich machst du irgendwas Geiles, dass wir dann gewinnen. Und du siehst einfach toll aus. Ich kriege irgendwie so einen Anzug auch. Ja, ich bitte darum. Sowas wie, also wo man so, die laufen ja auch immer so komisch, ne? Also auch wie du eben hier runter, kannst du mal gerade mitkommen, wie du hier runtergekommen bist, das ist ja nicht, so geht man, also so grazil geht man ja nicht als normaler Mensch. Ihr geht ja immer alle... Oder? Geh mal, wie du gerade gegangen bist. Wenn wir auf die Tanzfläche kommen, was müssen wir dann machen? Wir laufen erstmal. Ja, aber ich kann ja nicht so auf die Tanzfläche gehen. Wieso nicht? Und dann, oder? Du musst auch die Jury beeindrucken. Ja, kannst du mal vormachen? Ja, komm mit dir zusammen. Ja, okay, aber dann muss ich ja, also komm ruhig runter. Ja? Okay. Ach so, schon mal hier den, ne? Auf den Fuß so setzen. Geh ich rechts? Nein, ich bin auf der Seite. Ganz normal. Ich laufe ganz normal. Also es ist nichts anders als im Leben. Okay. Nichts anderes. Alles klar. Bin ich auf der Seite richtig oder muss ich auf die andere? Ja, eigentlich auf die andere, ja, sag ich mal. Okay. Und dann nehme ich deine Hand. Du nimmst einfach mein Händchen. Und dann? Und dann laufen wir. Ja. Dann wir machen das jetzt nochmal und jetzt mein schön, ja? Okay, also ich muss ein bisschen mehr... Nein, also... Was muss ich, rechts, gleichen Schritt? Ganz egal. Ja, okay, und? Ist das dann, sind die beeindruckt? Ja, wenn du noch nett lachst, dann... Ja, kriege ich auch so einen Anzug? Du kriegst einen Anzug. Ja. Fabelhaft wirst du aussehen. Alles klar. Und wir müssen dann in einer Vorrunde teilnehmen. Und wenn wir es schaffen, kommen wir in die Finalrunde, dass wir unsere Kühe... Und das ist ja das Wichtige, meine Damen und Herren, das ist meine Spezialdisziplin, Kühe. Ja? Das heißt, dass man auch ein bisschen selber was Kreatives mit einbringen kann. Da kannst du dich voll gehen lassen. Ja? Sarah, wir beide hier, das muss ich Ihnen noch mal zeigen, nicht, dass Sie denken, das wäre verarsche. Das ist hier tatsächlich die Tanzgala in Felbert, Europameisterschaft im Disco Fox. Da nehme ich am Samstag mit Sarah zusammen teil. Das zeigen wir Ihnen nächste Woche, was dabei rauskommt. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Schönes Wochenende. Nächsten Montag bei uns zu Gast ist Tagesschau-Fee Eva Herrmann. Machen Sie es gut. Tschüss. Schönes Wochenende.